Schön, dass ihr wieder zum nächsten Video mit der Calliope Mini und dem Fischer Technik Baukasten eingeschaltet habt. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der zweiten Bauanleitung aus dem Fischer Technik Kasten. Dabei handelt es sich um den Händetrockner. Wie ihr das schon von meinen Videos gewohnt seid, bauen wir das Ganze erst einmal auf, aber dazu bauen wir erstmal das Setup mit der Ampel, das wir im letzten Video hatten, einmal komplett ab, so dass wir wieder in der Basiskonfiguration stehen. Jetzt legen wir uns die Teile heraus, die wir brauchen, und bauen dann nach der Anleitung Schritt für Schritt die Konfiguration mit dem Händetrockner auf. Dazu halten wir uns natürlich an die Bauanleitung, die dem Fischer Technik Set beiliegt. Jetzt kommt der Teil mit der Verkabelung, der ist bei dem ganzen Setup relativ übersichtlich. Das war ein bisschen komplexer bei dem Ampel-Setup vorher und wie beim letzten Mal auch. Ich zeige euch den Schaltplan und im Real Life dann die Ansteckpunkte. Wie beim letzten Tutorial auch, brauchen wir wieder die Hilfe von dem Fischer Technik Begleitheft, das ihr im Internet runterladen könnt. Wir müssen die Information haben, ist der Fototransistor ein analoger oder ein digitaler Sensor? Und hier lesen wir, dass es sich um einen analogen Sensor handelt. Es können also verschiedene Werte und nicht nur 1 und 0 ausgegeben werden. Hier merken wir uns auch die Zahl 22, dass die so als Entscheidungsgrenze gilt. Bevor wir jetzt aber loslegen, müssen wir zwei Dinge machen. Als erstes schalten wir in die erweiterte Ansicht, indem wir hier auf die 2 mit dem Stern klicken und wir gehen in die Roboterkonfiguration. Dazu mache ich jetzt wieder mal den Schaltplan auf. Uns interessieren ja jetzt vor allem zwei Pins, nämlich die Nummer 2 und die Nummer 0. Bei der Nummer 2 handelt es sich ja um unseren Fototransistor, bei dem wir gerade gelernt haben, dass es sich um einen analogen Wert handelt. Es ist also ein Sensor, wir können schon mal auf Sensor klicken und es ist ein analoger Sensor. Und der ist nicht auf Pin 1, sondern der ist auf Pin 2. Deshalb P2 auswählen und hier nenne ich das mal FT für Fototransistor. Die Nummer 1 ist nicht belegt und die Nummer 0 ist tatsächlich die LED, die wir einschalten wollen. Deshalb müssen wir hier auf Aktionen gehen
Und das ist ein digitaler Aktor. Warum ist das ein digitaler Aktor? Naja, die LED kann nur an oder aus, also Strom fließt oder Strom fließt nicht. Und wir wollen, dass Strom fließt. Dementsprechend müssen wir das hier einstellen. So, das ist die LED. Wie stellen wir jetzt hier im Programm sicher, dass Strom fließt? Da würde ich doch mal sagen, wir gehen auf Aktion und auf PIN und schreibe digitalen Wert auf die LED 1. Und 1 heißt einfach Strom fließt. Das heißt, sobald das Programm startet, schaltet sich die LED ein. Warum brauchen wir eine eingeschaltete LED? Naja, der Fototransistor misst jetzt einfach, wie viel Licht auf ihn trifft. Und wenn die LED an ist, ist das ein hoher Wert natürlich. Wenn wir jetzt mit der Hand dazwischen greifen, also unsere Hand vor den Ventilator positionieren, soll er das ja erkennen. Dementsprechend wird es wieder dunkler werden. Deshalb haben wir uns vorhin den Wert 22 gemerkt. Und das soll die Schwelle sein, bei dem sich der Ventilator einschaltet. Wenn wir jetzt also schon vom Ventilator sprechen, dann sollten wir uns auch gleich anschauen, wie wir den Motor ansteuern. Dazu wechseln wir zurück in die Roboter-Konfiguration und schauen mal auf der rechten Seite auf dem Schaltplan. Und der Motor ist an A und B hier angeschlossen. Warum weiß ich, dass das A und B heißt? Naja, wenn ich hier auf Aktionen gehe, dann gibt es hier die Ports B und A für den Motor. Und der Motor heißt einfach M. Da wir hier beide an Kabel angeschlossen haben, scheint auch beides zu funktionieren. Ich hätte irgendwie intuitiv jetzt B gewählt, weil da wir das rote Kabel angeschlossen haben. Deshalb lasse ich das mal so. Wenn es dann Probleme mit der Einsteuerung des Motors gibt, müssen wir nochmal in die Roboterkonfiguration. Wir gehen jetzt aber zurück ins NEPO oder in die NEPO-Oberfläche und programmieren jetzt mal drauf los. Wie immer, wenn ich einen Sensor abfrage und eine Entscheidung herbeiführen will, dann mache ich erstmal eine Schleife, und zwar die wiederhole unendlich oft Schleife. Ich will ja permanent den Wert des Sensors auslesen. Und jetzt muss eine Wenn-Schleife. Also es ist nicht richtig, ich habe in meinen alten Videos gesagt, eine Wenn-Schleife ist natürlich eine Wenn-Bedingung und keine Schleife an der Stelle. Deshalb mache ich einmal Wenn sonst. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig und ich konnte mir auch noch keinen so richtigen Reim darauf machen. Der Fototransistor gibt höhere Werte aus, umso dunkler es ist, und niedrigere Werte, umso heller es ist. Da fehlt mir so ein bisschen die Beschreibung im Begleitheft. Wir nehmen das jetzt aber einfach mal so hin und das heißt, umso niedriger der Wert, umso heller ist es. Ist jetzt ein bisschen Knoten im Hirn, müssen wir jetzt aber mal so hinnehmen einfach. Ich klicke hier einmal auf das Plus, dass wir zwei Abfragen machen können. Gehe mal auf Logik und hier ziehe ich schon mal so eine Abfrage rein. Gehe mal auf Mathematik und ziehe mir hier die Zahl rein. Und Fischer Technik schlägt hier den Wert 22 vor und daran halten wir uns auch. Wir gehen jetzt auf Sensoren. Und irgendwo habe ich den Fototransistor, genau der analoge Wert vom Fototransistor. Und jetzt hier muss ich mit größer, kleiner und einmal kleiner gleich und so, oder sowas arbeiten, damit wir hier verlässliche Ausgaben bekommen. So, jetzt habe ich einmal die Bedingung. Wenn der analoge Wert kleiner ist als 22, dann heißt das, es fällt Licht auf den Sensor. Das ist genau jetzt ja das, was wir umdenken müssen. Kleinerer Wert heißt, es fällt Licht auf den Sensor. Und wenn Licht auf den Sensor fällt, haben wir keine Hand zwischendrin und dann soll der Motor abgebremst werden. Deshalb gehe ich links auf Bewegen und hier gibt es dann Stoppemotor. Das ziehe ich einmal hier rein und wähle hier Bremsen aus. Jetzt kopiere ich mir da oben den Block, kopiere den einmal und die Gegenbedingung wäre dann diese hier. Der Wert ist jetzt also größer oder gleich 22. Und das heißt in unserem Fall, wir haben eine Hand zwischendrin und dann gehe ich wieder auf Bewegen und jetzt kann ich den Motor mit 10% seiner Leistung einmal laufen lassen. Wir sind jetzt fast fertig, wir brauchen noch zwei Warteblöcke, wäre zumindest meine Empfehlung. Hier müssen wir einfach sicherstellen, dass die LED dann auch schon komplett angegangen ist. Sie hat so eine kleine Verzögerung, deshalb habe ich hier mal einen Warteblock drin. Und hier unten würde ich sagen, wenn der Motor anläuft, dann machen wir eine Sekunde rein, wo der auch noch läuft, wenn er gerade vielleicht kein Licht erkannt hat. Ich finde das immer ungemütlich, wenn man kurz seine Hand bewegt und der Sensor reagiert sofort darauf und bremst den Motor ab. Deshalb, wenn er kurz gesehen hat, dass da eine Hand zwischendrin ist und angefangen ist zu laufen, dann sollte er auch mindestens eine Sekunde noch laufen, bevor er die nächste Prüfung startet, ob die Hand jetzt noch da ist oder nicht und sich vielleicht abschalten würde. Das war schon das ganze Programm und wir speichern das jetzt auf dem Calliope Mini. Nachdem wir das Ganze jetzt programmiert haben und auf die Calliope Mini geladen haben, kommt zum Schluss nur noch der Funktionstest. Mir bleibt noch Danke fürs Zuschauen zu sagen und bis zum nächsten Video.